Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich euch wieder einen Kapitän mitgebracht. Wir gehen mit einem Lektor zusammen nach Athen und dann seht ihr, wie ein Video aufgenommen wird von den Tänzern bei uns. Viel Spaß! Und wieder haben wir für euch einen Kapitän besucht. Diesmal ist es Kapitän Nietzsche, er kommt aus Griechenland und erzählt aus seinem Leben. Bitte schön. I started my career in 1982 when I entered the academy, the Marine Academy, and then I started my career on the tanker vessels and some cargo vessels for 10 years. And in 1993, I started to join the cruise vessels, and from that time I remain on cruise vessels. Well, I think it has something to do with the genes, because the place that I was born, it's called Chios, and this is an island with most of the populations are seafarers. So probably I got it from there. So from a young boy, I wanted to be a captain, but in my family, I'm the only one. As I said, the first 10 years I was in cargo vessel, but this was not my dream. I felt quite lonely there, and I didn't see the things which I dreamed. For me, it was not a life, so I made this decision to change. This was the main reason. Here we have, every day we have a port. And when you work in cargo vessels, maybe you can pass 50 days or 30 days. I even have passed 47 days at sea, so it's totally different. The work is exactly the same, either you're in a German vessel or an American or a Greek vessel. The difference is the guests. Here we have only German-speaking guests, so for me it was quite challenging in the beginning, so I had to do some German lessons in my age, which is quite difficult to learn, but I got some degree, basic, and I'm trying to improve it every year, so it was challenging on this part. I always give some advice, Hinweis to all of you. Close your mobile phones, don't look at the internet, keine Nachrichten, just enjoy it. Lassen Sie den Alltag hinter sich und genieße diese wunderbare Kreuzfahrt. With AIDA Diva, I started in 2012 as a staff captain in the beginning, although I was captain because you have to get familiarized with the company and the vessels. And then after 1 year in 2013, I was promoted to captain. And from 2013, actually, I'm on board the AIDA Diva, so I know the vessel and the people very, very good. When you start to be an officer, a marine officer, your dream is always to be a captain. There's so many challenges and people you meet, ports, so it is what I dreamed of. So this is what I like, and I'm happy about that. Was passt besser zu einem griechischen Kapitän? Richtig, ein Ausflug nach Athen mit Georg Hahn, unserem Lektor. Viel Spaß! Heute wollen wir die Hauptstadt entdecken. Dafür nehme ich Sie heute mit und wir erkunden gemeinsam Athen. Mein Name ist Georg Hahn. Ich bin Ihr Lektor an Bord von AIDA Kara. Je länger ich hier bin, desto mehr fällt mir ein, was Sokrates einst gesagt hat: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Man kann immer wieder Neues entdecken und man merkt, was man alles dazu lernen kann. Beispiel Athen. Das ist für mich eine faszinierende Stadt. Sie ist ein Ort voller Geschichte und antiker Kultur. Wir laufen an der Akropolis vorbei und bekommen auf dem berühmten Likavitos-Berg einen wunderschönen Rundumblick. Durch das Weiße Häusermeer spazieren wir die Akropolis hinunter und finden uns schließlich im Stadtteil Plaka wieder. Obwohl sich hier Restaurants und Souvenirshops den Platz streitig machen, ist dieser alte, charmante Teil Athens immer noch einen Besuch wert. Inmitten der Altstadt erhebt sich die große Metropolis, die Kathedrale.
Unmittelbar daneben finden wir ihre Vorgängerin, die kleine Metropolis. Sie gehört zu den ältesten Kirchen der Stadt. Materialien von rund 70 Kirchen und alten Tempeln, die heute nicht mehr existieren, wurden in den Bau integriert. Und wieder merke ich, es ist immer wieder spannend, bei jeder Fahrt Neues zu entdecken, je öfter man an einen Ort wie hier, Athen, kommt. Und das Praktische ist, mein Hotel ist immer dabei. Wir bitten unsere Ensembles ja immer, sich persönlich in einem Video den Gästen vorzustellen. Und da dürfen sie sich auch aussuchen, was sie machen. Unsere Tänzer haben diesmal sich was richtig Buntes ausgedacht. Guck mal. 5, 6, 7, 8. Läuft, okay. And action. Vielleicht kennt ihr das Holi Festival. Das ist jedes Jahr in Indien und es gibt viel Farbe. Das wird gefeiert und natürlich die Farbe wird in die Luft geschmissen. Wir haben Produzenten, dass sie finden immer einen Ort, wo wir drehen werden. Die Tänzer, sie werden immer zusammengedreht. So, die sind eine Gruppe von 6 Tänzern. Die tanzen als Paar, also Gruppe, Einzelnen, Solos. Und dann alles wird zusammengeschnitten und da haben wir einen Film. Wow. This was our group idea. We want to have something special, something interesting. And first idea was with water, but Hamburg has enough rain. That's why let's put a lot of colors, because be with Aida, be colorful. The beginning was a little bit difficult, but after we went to this wave, and now we have really spaß. Jetzt hat sich unser Ensemble vorgestellt und jetzt wünsche ich mir, dass ihr euch vorstellt. Postet doch mal hier unten drunter eure schönsten Bilder von euch bei uns an Bord. Da würden wir uns sehr freuen. Lernen wir euch mal kennen. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche und davor nochmal der Hinweis. Wenn ihr mehr wissen wollt über uns, über unsere Reisen, über unsere Kapitäne und alles, was wir anbieten, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier ist die Verlockung. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Stockholm und Mariehamn. Es geht weiter nach St. Petersburg und nach Tallinn. Die nächsten Häfen sind Riga und Danzig. Wir besuchen noch Kopenhagen und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der wunderbarsten Musik. Und nicht vergessen, euch selber fotografiert an Bord AIDA hier unten drunter. Wir freuen uns, so euch alle kennenzulernen. Viel Spaß! If you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her car keys, so help me to the bed. And then I tell her, as I turn on the light, I see my darling, you were wonderful tonight.
see, my darling, you were wonderful tonight.